Angst, wie wir wissen, ist ein extrem hoher Stressor und da natürlich kann sich alles umdrehen. Also ich glaube auch nicht, dass man länger wie, sage ich mal, 6 bis 8 Wochen die Leute daheim einsperren kann. Ja, also darum dürfen wir in Parks gehen mit 1,5 Meter Abstand zu den anderen. Wir dürfen auch am Kinderspielplatz durchgehen, nicht mehr wie 4 Leute auf einem Platz und auch da wiederum Abstand von 1,5 Meter. Also das ist uns noch nicht verboten worden. Ja, weil ich glaube, dieser Lagerkoller oder Heimkoller, der dann passieren wird, wird ein bisschen unterschätzt. Das glaube ich auch. Also ich habe ja dann auch noch eine Kollegin aus Neuseeland im Gespräch, die sich damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn Ehepartner, die sich schon nicht mehr verstehen, mit Kindern, die dann eh schon in dieser Zange der Emotionen sind, auf einmal zu dritt, zu viert, zu fünf zu Hause hocken und im Kessel miteinander schmoren, ne? Also ich habe das beste Beispiel, meine Assistentin, die in der Firma ist, das wir haben ja auch zu. Wir dürften zwar Homeoffice, ich mache Homeoffice, aber wir dürften eigentlich offen haben, wenn wir auch Medizintechnik, Produkte anbieten und auch Lebensmittel durch Digitalstoffe. Aber wir haben auch gesagt, okay, nein, aus, hier 2 Kinder, 2 Kleine mit 9 und 6 Jahren. Und das zu bewerkstelligen ist schon sehr schwierig. Die Schulen sind ja geschlossen, auch die Kindergärten sind geschlossen. Also es ist schon eine große Herausforderung für Familien, speziell mit schulpflichtigen Kindern. Ja, dann bist du zu Hause, sollst Homeoffice machen, das heißt, sollst arbeiten und mit dem Fokus am Computer sein und gleichzeitig hast du jetzt vielleicht 2, 3 Kinder rumlaufen, ja, die sich mit der neuen Struktur auch noch nicht ganz auskennen oder dann doch nicht auch vor ihrem Laptop sitzen wollen und sollst das alles bewerkstelligen und ist ein Drama. Und man hört ja auch schon die ersten Berichte, dass alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder zum Einkaufen mitnehmen, aus den Geschäften geworfen werden. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ja, richtig, ja, ja, ja. Das macht alles Stress. Macht riesen Stress. Aber ja, Jetzt erzähl uns doch mal, was macht dieser Wahnsinn Stress und diese Angst und die Panik mit unserem Körper?